Herzlich willkommen bei Flow with Lisa. Mein Name ist Lisa und ich begrüße euch beim heutigen Pilates-Training. Wenn wir auf den Rückenlage gehen. Und zwar kommt schön auf den Boden an, so dass ihr schön das Gewicht von eurem Becken hinten auf dem Kreuzbein spürt. Eure Arme schwer, warm und entspannt auf dem Boden abgelegt sind. Eure Rücken entspannt auf der Matte abgelegt. Die Schultern breit und locker. Euer Nacken ist entspannt und euer Kopf leicht auf der Matte abgelegt. Genießt den kleinen Augenblick einfach hier auf eurer Matte. Nehmt eure Atmung wahr. Und lasst einfach alles gehen, sich alles entspannen, sich alles auf dem Boden schmelzen. Spürt eine warme, angenehme Sonne, die auf euch scheint und euch hilft, euch zu entspannen, zu lassen. Nehmt Geräusche wahr um euch herum. Die helfen euch auch. Ich muss mich jetzt entspannen. Und dann langsam könnt ihr eure Aufmerksamkeit auf eure Wirbelsäule herlenken. Mit dieser wollen wir nämlich die axiale Verlängerung herkommen. Wir verlängern unsere Wirbelsäule so lang, wie es gerade geht. Lachset mit eurer Wirbelsäule in die Länge und gebt euch eine Bandscheibe maximalen Platz zum Atmen. Die Schultern bleiben ganz, ganz locker. Und in eurer langen Wirbelsäule innen gehen wir langsam zur Pilates-Atmung her und wir atmen tief durch die Nase ein. Durch das Maul wieder raus. Die Lippen bleiben entspannt, der Kiefer locker. Wir atmen tief durch die Nase ein. Durch das Maul wieder raus. Nehmt richtig jede Einatmung und jede Ausatmung vor. Und lasst jedes Mal den frischen Sauerstoff zu den ganzen Körper fliessen. Ich
bisschen einatmen. Tut ihr wie ihr Rücken einatmen, hinten in der Rippe. So, dass die Rippe bei der Einatmung ein bisschen mehr in die Matte reinpressen. Bei der Ausatmung tut sie sich wieder ein bisschen entspannen. Wir atmen hinten in der Rippe. Die Rippe im Rücken hinten. Und langsam, wenn ihr wollt, könnt ihr eure Hände auf den Unterbauch platzieren, dass ihr wie ein Dreieck zeichnet mit Fingerspitzen und Daumen. Wo ihr auf dem Unterbauch platziert, so dass die Daumen knapp unterhalb vom Bauchnabel platziert sind. Wir gehen langsam mit unserem Zentrum zusammen. Wir atmen tief durch die Nase ein. Mit der Ausatmung ziehen wir unsere Bauchwand unter den Hängen, die leicht gegen hinten ziehen zur Wirbelsäule her. Mit der Einatmung wieder lösen. Genau, wir atmen aus, ziehen unsere Bauchwand leicht gegen hinten zum Boden herziehen. Bauchnabel zieht leicht gegen innen. Mit der Einatmung die Spannung lösen. Das sind die tiefen Bauchmuskeln, die ihr hier aktiviert und löst. Bauchnabel leicht gegen innen ziehen. Mit der Einatmung zurück. Langsam nehmen wir gerade noch unseren Beckenboden mit. Und zwar, indem wir mit der Ausatmung den Bauchnabel leicht gegen innen ziehen und gleichzeitig unseren Beckenboden gegen oben Richtung Herz herziehen. Wie wenn wir im Becken innen einen Bau hätten, den wir dreidimensional mit den tiefen Bauchmuskeln und dem Beckenboden zusammenpressen wollen. Und mit der Einatmung wieder ein bisschen Platz lassen. Das, was ihr jetzt aktiviert, Beckenboden, tiefe Bauchmuskeln, das wird ich nächstens einfach das Zentrum nennen. Unsere Kraftquelle im Pilates. Wir machen noch zwei Atemzüge, nur unser Zentrum mit der Ausatmung aktivieren. Imaginäre Bauen im Becken, dreidimensional pressen. Mit der Einatmung Platz lassen. Aktivieren. Entspannen. Und noch ein letztes Mal. Und das ist das, was ihr bei jeder Bewegung im Pilates macht. Das Zentrum aktivieren bei der Bewegung. Und einatmen. Entspannen, genau. Wir nehmen gerade unsere Arme auf der Seite. In die T-Position haben und die Schultern bleiben breit und entspannt. Und wir nehmen unsere Fersen vom Boden weg, sodass die Fußspitzen noch knapp auf dem Boden bleiben. Und mit der nächsten Einatmung kippen wir unsere Knie und unser Becken auf der einen Seite bis zur Hälfte. Mit der Ausatmung ziehen wir zurück zur Mitte her. Genau, einatmen. Und ausatmen. Wir nehmen gerade noch den Kopf auf der Gegenseite rotiert, entspannt auf dem Boden abgelegt. Einatmen, kippen. Ausatmen zurück. Die Schultern sind ganz locker. Die Arme sind warm, schwer, entspannt. Und jedes Mal, wenn ihr das Knie zurück zur Mitte zieht, zieht ihr den Bauchnabel ein bisschen mehr gegen innen ziehen. Basic side to side. Eine sanfte Rotation. In der Wirbelsäule. Aufwärmung der tiefen und schrägen Bauchmuskeln. Genau, massiert sanft das Becken auf der Matte, hin und her, noch eins auf jeder Seite. Nächstes Mal bleiben wir zentriert, die Fersen können wir wieder ablegen. Genau.
Becken hat das Gewicht schön hinten auf dem Kreuzbein und die Wirbelsäule maximal verlängert. Wir schliessen gerade unsere Arme gegen oben zum Himmel. Und mit der nächsten Einatmung schieben wir unsere Arme noch höher zum Himmel her. Mit der Ausatmung zurück. Genau, das sind die Schulterblätter, die leicht gegen vorne zum Brustbein hergleiten. Und wieder hinter den Rücken herkommen. Genau, einatmen hoch. Und ausatmen zurück. Und zweimal einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Die Schulterblätter kommen schön hinter den Rücken. Sich platzieren mit den Armen zurück. Neben den Körper haben wir atmen. Tief ein. Mit der Ausatmung über den Bauch nach Busanz gegen innen ziehen. Und dann sehen die Beine auf zur Tabletop-Position. Einatmen ein. Mit der Ausatmung nehmen wir das zweite Bein auf zur Tabletop-Position. Genau, ich habe Bauchnabel, gegen das Zentrum ist aktiv. Die Wirbelsäule lang, die Schultern breit und locker. Sehr gut. Und von dort aus öffnen wir unsere Knie. Genau, und schließen die Knie zurück. Und öffnen die Füße. Und zurück. Und öffnen. Der Beckenboden ist hier im Fokus. Die tiefen Bauchmuskeln. Genau, öffnen. Und schließen. Fließend atmen. In die Atmung gerade kommt. Sehr gut, noch einmal hin und her. Bis wir dann am Schluss unsere Knie offen haben und Füße zusammen. Genau, wir machen gerade Flex mit den Füßen, dass die Fersen zusammenbleiben, dass die Fersen sich noch berühren. Sehr gut. Mit der nächsten Ausatmung pressen wir unsere Füße ganz hoch zum Himmel her. Und wieder zurück zur Ausgangsposition. Genau, ausatmen. Hoch. Und einatmen, zurück. Genau, die Fußspitzen die ziehen gegen die Knie her. Die Fersen ziehen weg von euch. Und ausatmen. Genau, wie wenn ihr eine Kartonschachtel auf den Füßen hättet, wo ihr hoch Richtung Himmel möchtet her schieben. Noch zweimal. Gut, und noch eins, das letzte Mal. Genau, wir kommen zurück. Knie zurück. Und ein Bein nach dem anderen zurück zum Boden her platzieren. Genau. Wir nehmen unsere Fersen ganz nah zum Becken her. Wunderbar. Und wir kippen unser Becken. Das Schambein zieht leicht gegenüber zum Brustbein her. Der Bauchnabel zieht gegen hinein. Und langsam lösen wir Wirbel nach Wirbel vor Matte weg. Wunderbar. Hier nehmen wir gerade noch unsere Fersen vom Boden weg. Genau, und schauen, dass wir das Gewicht schön auf den Schulterblättern haben. Die Arme sind entspannt, die Schultern entspannt. Genau, wir kommen zurück und die Fersen zurück zum Boden. Und mit der Ausatmung die Fersen zurück. Ein paar Mal noch hin und her, atmen zurück. Und ausatmen hoch. Hier mit dem Ziel, dass wir unseren Hüftbeuger wieder Länge geben können. Für das können wir unsere Knie ganz schön weg von uns herziehen, herfließen. Das Becken bleibt schön hoch. Noch einmal. Hoch mit den Fersen. Und das Mal bleiben wir auf dem Boden und atmen ein, das Becken ein bisschen höher stellen, wenn es gerade geht. Und mit der Ausatmung ganz langsam rollen wir Wirbel nach Wirbel zurück auf die Matte her. Genau, bis ganz am Schluss erst das Becken sich zurückplatziert. Genau. Wunderbar. Wir können die Fersen wieder ein bisschen weiter weg
vom Becken platzieren und dann die Hände hinter den Kopf. Genau. Und mit der nächsten Ausatmung den Bauchnabel schön gegen innen ziehen. Und wir kommen auf mit Kopf und Schultern. Blick auf den Oberschenkel. Genau. Wunderbar. Bauchnabel schön reingezogen. Wir heben mit den Händen das Gewicht vom Kopf. Nicht mehr, wir entlasten die Nackenmuskulatur. Wunderbar. Und von hier aus mit der Einatmung zurückstellen auf den Boden her. Wieder ausatmen, wieder hoch. Einatmen. Und hoch, bis die Schulterblätter noch knapp den Boden berühren. Sehr gut, und das nächste Mal bleiben wir gerade so mit dem Blick auf den Oberschenkel. Genau, wir lösen die Hänge gerade gegenüber, richtig neu. Und mit der Ausatmung lösen wir Wirbel nach Wirbel vom Boden weg. Bis wir ganz schön hoch, Arme hoch, wir fassen die Sonne zwischen unseren Hängen. Und mit der Ausatmung Bauchnabel schön gegen ihn ziehen. Und langsam rollen wir Wirbel nach Wirbel zurück. Genau. Lang werden die Wirbelsäule einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, Wirbel nach Wirbel. Vormatte lösen. Und einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Genau, spürt jedes Wirbel nach dem anderen. Wo sich langsam auf der Matte platziert, Bauchnabel schön gegen ihn gezogen. Genau, und wenn wir hier oben sind, ankommen, das nächste Mal, können wir unsere Füße zusammenbringen, Knie offen und einen kleinen Moment die Stirn Richtung Füße herkommen. Und einfach gehen. Spürt eure Atmung. Und hört eure Umgebung. Lasst den Kopf schön gehen, den Nacken sich entspannen. Die Schultern gehen. Bis ihr langsam euren Oberkörper wieder aufrollen könnt. Lang werden. Und auf die Rotation könnt kommen. Genau, eine lange Wirbelsäule. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auf dem Knie herkommen mit dem rechten Hang und rotieren. Leicht pressen, schön in die Rotation herkommen. Brustwirbelsäule-Rotation. Genau, meine Atmung werden ganz schön lang. Jetzt müssen wir ausrotieren, geht noch ein bisschen mehr. Sehr schön. Zweimal tief atmen. Langsam zur anderen Seite her. Genau, auf den Knie herkommen und rotieren. Schultern tief halten. Einatmen, ganz lang werden. Ausatmen, noch ein bisschen mehr rotieren. Ich stehe auf deinen Atmen. Bis wir zurück zur Mitte kommen. Sehr gut. Die Füße schließen. Wir kommen auf die Füße her. Einen kleinen Moment einfach hängen. Auf die Füße her. Der Oberkörper schön auf den Oberschenkel hängen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eure Ellbogen fassen und einfach ein hin und her schaukeln. Alles gehen. Der Kopf, der Nacken. Die Wirbelsäule, ganz schön.
Atmung schnell fliessen. Und die Hänge lassen wir wieder gehen. Kommen wir zurück auf der Matte her und meinen einen Schritt nach dem Mangel ganz weit gegen hinten zum Dreieck herkommen. Genau, wir sind auf dem Dreieck angekommen, auf dem umgekehrt voll angekommen. Genau, die Hänge sind schön auf der Matte abgelegt vorne und wir pressen sanft mit diesen Hängen in die Matte rein. Wir spüren unser Becken, das gerade noch etwas höher zum Himmel herkommt. Wunderbar, wir machen ein paar Mal hin und her Walking. Die eine Ferse rollt auf und die andere hin und her. Die Ferse, die zum Boden kommt, ist immer ein bisschen näher zum Boden her. Genau. Fließend atmen. Eine gute Position für unseren Beckenboden. Für unseren Beckenboden ein bisschen zu entlasten. Alle Organe. Den Nacken zu entlasten, den schönen Kopf im Hängen. Sehr gut, bis wir das nächste Mal beide Fersen gut auf der Matte sein können. Wunderbar. Sehr gut. Wir bleiben noch zwei, drei Atemzüge hier. Mit bewusster Atmung. Und Bewusstsein von der Umgebung, was wir gerade hören. Was wir gerade spüren, vielleicht der Wind oder die Sonne, die auf uns scheint. Und bei der nächsten Ausatmung, die kommt, gehen wir einmal gleich führen zu einem Brettchen her. Zwei Atemzüge bleiben, tief atmen. Zurück, die Knie auf den Boden herkommen. Einmal in die Bruststreckung herkommen. Brust schön gegen vorne auf, öffnen. Die Schultern tief behalten, tief einatmen. Und mit der Ausatmung können wir hinterher zur Kindesposition her. Stirn lassen, Arme und Schultern entspannen. Atmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch Hänge hinten, Rücken verschränken und hoch zum Himmel herziehen. Genau. Die Handgelenke können sich so noch so ein bisschen entspannen von vorher. Lasst die Stirn schön zum Boden herkommen. Und spürt die ganze Entspannung. Die Hänge könnt ihr auf den Rücken ablegen. Einen kleinen Augenblick einfach sein. Genießen den Augenblick von Spannung. Und gebt euch im Gesicht mal auch die Chance, sich ganz zu entspannen. Die Stirn ist entspannt, die Backen, die Lippen, der Kiefer, bis zum Hals, bis zum Nacken, aber alles ist locker. Wunderbar, bis ihr langsam ein Hänge zurück zum Boden könnt ihr noch herkommen. Der Bauch mal leicht gegen ihn ziehen und wir rollen den Oberkörper auf, Wirbel nach Wirbel. Genau. Und wir kommen hier rauf zum Kneustand. Unsere Knie sind hüftbreit auf dem Boden platziert. Die Wirbelsäule ist hier auch maximal verlängert und die Schultern ganz breit und entspannt. Genau, wir nehmen die Arme. Höhe Schultern her und wir gehen ein paar Mal zum Side-to-Side. Und zwar atmen wir tief ein. Kommen wir zur Seite. Genau. Der andere zieht hoch, in den Himmel. Genau. Mit der Ausatmung kommen wir zurück zur Mitte. Und einatmen hoch.
Und ausatmen. Beim Beugen atmen wir in die Rippe rein, die sich gerade öffnet. Und ausatmen. Einatmen. Mit der Ausatmung den Bauchnabel noch leicht reinziehen und mit der Kraft der tiefen Bauchmuskeln wieder zurück zur Mitte kommen. Fliessen, stell dir vor, ihr wärt ein Baum, der sich im Wind immer schön beugt, aber immer gut seine Länge behaltet. Ich habe noch einmal auf der letzten Seite. Sehr gut. Wir nehmen die Arme zurück, neben den Körper und falten unseren Oberkörper gegen vorne. Der Bauch noch ein bisschen sanft geht rein. Sehr gut. Und mit der nächsten Einatmung, Arme hoch. Wir bleiben einen Moment hier. Ganz lange Nacken und atmen. Durch die Nase ein. Durch das Mund aus. Bauchnabel zieht gegen innen, stabilisiert den Rücken, das Becken. Rückenmuskeln sind hier im Fokus. Sehr gut. Wir nehmen die rechte Hand, rechten Arm gegen oben. Und wechseln. Genau, fließend atmen. Einatmen. Und ausatmen. Spürt immer noch eure lange Wirbelsäule. Der Nacken, der auch ganz verlängert bleibt. Wunderbar. Noch eine ist auf jeder Seite für die Rückenmuskeln. Wir nehmen beide Arme zurück hoch. Genau, mit der Ausatmung Bauchnabuiti rund werden. Wir kommen wieder ganz gut verlängert. Genau, die Arme hoch die Schultern zum Round Back. Bauchnabel einziehen, runden Rücken und einatmen zurück. Gut, atmen, runden Rücken, Bauchnabel zieht rein. Wir umarmen wie einen imaginären grossen Baum mit unseren Hängen. Wir arbeiten gleichzeitig die Oberschenkel und lösen unsere Rückenmuskeln wieder. Schultern ganz weit weg von den Ohren behalten. Noch einen grossen Roundback geniessen. Und mit der Einatmung zurückkommen. Sehr gut, atmen zurück. Wir atmen tief ein, ganz lang werden. Mit der Ausatmung den Kopf einrollen. Wir nehmen Wirbel nach Wirbel mit. Laufen gegen vorne zum Vierfüßlerstand. Nehmen unsere Füße hinten. Muss sich langsam aufstellen. Genau, Bauchnabel einziehen. Wir kommen zurück zum umgekehrt voll her. Kopf noch ganz locker. Die Hänge sanft in den Boden reinpressen. Das Becken hoch kommen. Wunderbar. Zweimal tief atmen. In dieser Position rein. Bis wir langsam mit den Händen zu den Füßen laufen können. Kleinen Augenblick schauen. Wenn man will, darf man auch in Leg Stretch herkommen und das Bein bis zum eigenen Maximum ausstrecken und in den Beugen. Bein dehnen bis vielleicht bis zu den Zehenmuskeln rauf. Das letzte Mal bleiben wir leicht gebeugt mit den Knien. Genau, und rollen langsam auf den Bauchnabel, zieht gegen rein, rollen Wirbel nach Wirbel auf. Bis ganz am Schluss der Kopf sich aufrichtet, genau, zwei, drei Mal die mit den Schultern kreisen. Wunderbar. Und wir lassen unsere Schultern so tief, wie es gerade geht, breit und tief hergestellt. Wunderbar. Wir nehmen den linken Fuß etwas gegen hinten. Auf dem rechten Fuß stehen wir ganz gut auf dem Boden her. Das rechte Bein ist leicht angewinkelt. Genau, lange Wirbelsäule. Und wir lösen unseren linken Fuß langsam vom Boden weg. Der kommt langsam in die Luft her. Wir beugen uns mit dem Oberkörper gegen vorne.
zum Airplane. Tief atmen. Blick auf der Matte. Der Hinterfuß, der zieht so weit wie möglich weg von euch. Genau, wir nehmen die Arme noch mit. Wir atmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, zurück. Einatmen. Und ausatmen. Und drei Atemzüge. Halt es sehr gut. Es hilft, wenn ihr euer Zentrum ganz gut aktiv habt. Genau, beim letzten Ausatmen kommt zurück. Nehmt euch das linke Bein über das rechte her. Wir beugen uns gegen links. Genau. Atmet rechts in die Rippe rein. Einatmen, Arme hoch. Ausatmen zurück. Die Schultern tief behalten. Einfach die Atmung. Schön noch fließen. Noch eine Schuhe. Und senken. Genau, einatmen. Wir kommen zurück. Wunderbar. Fuß zurückkreuzen. Genau, tief einatmen. Eine Schuhe. Hoch gegen auf die Bruststreckung. Genau, eine Kopf einrollen. Wirbel nach Wirbel mitnehmen. Bis die Hände auf den Boden her. Können wir zwei, drei Mal atmen. Oberkörper gehen. Schulter, Arme, Kopf sind ganz entspannt. Mit der nächsten Ausatmung mit der Bauchnabel noch ein bisschen mehr rein. Jetzt ziehen wir alle Wirbel nach Wirbel wieder auf. Einmal hoch mit den Armen. Ausatmen zurück. Wir nehmen das mal das rechte Bein gegen hinten. Der Vorderfuß bleibt gut auf dem Boden. Und wir lösen das rechte Bein langsam vom Boden weg. Genau, zum anderen Seite vom Airplane. Wunderbar, einatmen. Arme über den Kopf. Ausatmen zurück. Bauchnabel zieht schön gegen innen. Das Zentrum ist aktiv und stabilisiert euren ganzen Körper beim Fliegen. Einatmen hoch mit den Armen. Ausatmen zurück. Noch drei Atemzüge. Beim nächsten Ausatmen kommen wir zurück. Sehr gut. Das rechte Bein über das linke. Wir beugen uns gegen rechts. Genau. Die Schultern tief behalten. Die linke Arm zieht hoch. Ich atme ein. Und aus. Und dreimal atmen. Das nächste Mal bleiben wir dunkel und atmen ein. Mit der Ausatmung kommen wir zurück. Die Beine wieder neutralisieren. Wunderbar. Genau. Spürt gut den Boden unter euren Füßen. Die sind schön auf der Matte abgestellt. Wunderbar. Wir machen zweimal Schulterkreise von vorne gegen hinten. Wir öffnen uns ganz schön unseren Brustbereich und lösen unsere Schultern tief für das letzte Mal. Genau. Wir atmen ein. Und aus. Wir nehmen die Fersen gerade mit zum nächsten Mal. Aufrollen. Fersen aufrollen. Und zurück. Und noch einmal. Die Fersen zurück. Arme bleiben am Körper entlang ganz entspannt. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen schliessen. Stellt euch vor, ihr wäret ein grosser Baumstamm. Im Wald. Ihr hättet wie imaginäre Wurzeln unter den Füßen, die tief in den Boden hineinwachsen. Und von dort aus wachset ihr gegen oben, zum Himmel her, mit dem Kopf. Spürt eure Schultern, wie die entspannt sind. Spürt die Verbindung zum Boden.
und zum Himmel. Und geniessen den kleinen Augenblick für euch, zusammen mit eurer Atmung und eurer Umgebung. Wunderbar. Ich danke euch vielmals für das heutige Pilates-Training hier in der Natur, neben dem Bächli. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Danke vielmals.